Lektion 75. Das Licht ist gekommen, du bist geheilt und du kannst heilen. Und wow, was für ein Fest heute. Was für eine Liebe, was für eine Gegenwärtigkeit. Das Licht ist gekommen, ich habe der Welt vergeben. Meiner Wahrnehmung sind jetzt alle gegenwärtig neu geboren in Gott. In jedem Moment augenblicklich ausgedehnt, im heiligen Augenblick, in der wir in der Gegenwart Gottes sind. Oh, danke, danke, danke für dieses Fest, für diesen Freudentag heute, dass das Licht gekommen ist und dass es wirklich mein Wille ist, dass es so ist. Und die Vergangenheit, in der immer irgendjemand Schuld haben muss und ich in meinem Geist Schuld hin und her schiebe auf mich, auf die anderen, auf mich, auf die anderen, all das ist erlöst. Und in dieser neuen Welt, wie sie ja in der Lektion auch beschrieben wird, in der wir wirklich gegenwärtig jetzt sind und niemandem mehr irgendetwas vorwerfen, weil wir im Licht Gottes sind, weil all die Geschichten und all der Glaube an Zeit, Raum gegenwärtig nicht mehr die Anziehung hat, sondern die Liebe Gottes und wir nicht mehr dagegen ankämpfen, das zu sein, was wir wirklich sind, sondern in der Gegenwärtigkeit, dass es nichts zu tun gibt, dass wir sicher in Gott sind. Vollkommen. Geliebt, liebend. Und in dem freudvoll, glücklich, friedvoll, liebend, lachend sind, wie immer sich das auch gerade in dir, in mir erfahren lässt. Danke, danke, dass es möglich ist, heute gemeinsam in diesem Geist zu sein, dass das Licht gekommen ist und all das, was in Zeitraum geschieht, in der Trennung, einfach heute uninteressant ist und ich mich immer wieder erinnern kann, ey, ich habe der Welt vergeben. Der Welt ist vergeben, weil die Liebe Gottes das ist, was meine Wirklichkeit ist. Weil ich in mir erfahren kann, dass ich unverletzt bin. Liebend, heilig, gegenwärtig. Und das mit allen teilen will und nichts anderes mehr. Danke, danke, dass wir heute alle in dem sind. Und in der Schau zu sein, wenn ich vergebe, ist es mir möglich, in der Schau zu sein, weil es darunter liegt, weil es mein wirkliches Sein ist, mein wirkliches Sehen, dass ich das Licht in allen sehe, in allen und allem. Und dass das das größte Geschenk ist und es da die Glückseligkeit ist ohne Gegenteil, weil es nichts braucht, weil alles gegeben ist, weil mir alles gegeben ist in dem, in diesem Geisteszustand von Erfüllung. Und wenn ich den ausdehne, sehe ich nur noch mein Erfülltsein, das Erfülltsein, die Vollkommenheit in und für uns alle. Dass Gott
so gesehen wirklich ein liebender Vater ist, der für uns nur Gutes will. Und in meinem Heiligen Geist, wenn ich das ausdehne zu allen, wir uns in dem begegnen, in meiner Wahrnehmung, und wirklich alles vergeben, erlöst, gegeben ist, weil wir uns dann erinnern, wenn wir nicht mehr recht haben, wenn ich nicht mehr recht haben will, nur mit den alten Geschichten, mit den Vorwürfen, mit Schuldideen und Sünde, dass wir wirklich frei sind von allem, dass mich jetzt in mir, in meinem Geist und auch außerhalb nichts dran hindern kann, gegenwärtig die Liebe Gottes auszudehnen. Weil das ist, was ich in mir finde, wenn ich Illusionen loslasse im Geist. Wenn ich wirklich bereit bin, in meinem Geist mit Gott zu denken. Das Denken, was ich in mir finde, wenn ich wirklich vergebe, wenn ich nicht mehr recht haben will mit dem Angstgedanken der Trennung. Wow, danke. Und ich wünsche uns allen ein wundervolles Fest heute, in dem, dass das Licht gekommen ist und einen wirklichen Neubeginn, dass uns das gegeben ist, weil wir so geliebt sind und weil wirklich alles, was wir aus Angst herausgedacht und getan haben, erlöst ist. In unserem wirklichen Sein. Und dann wollen wir nichts anderes mehr als zu segnen und zu lieben und uns erinnern. Danke.